So, dann hier neue bauen. Da, Sammelpunkt hier unten hin. Neue Motalisken bauen. Gut, und ich denke mal, dass ich jetzt einigermaßen... Na gut, sicher bin ich nicht, aber ich habe so ein bisschen mehr wieder was aufgebaut. Dann muss ich auch mal gucken, 6 neue Wächter brauche ich dann nachher. Aber erstmal müssen die Motalisken kommen. Halt, das war das, dann hier unten, da, neu bauen. So, die und die ergeben Gruppe da. Du wirst zur Sporenkolonie. Du wirst zur Sporenkolonie. Dann brauche ich Overlords. Naja, noch nicht, aber bald. Brauche schon mal welche. Wie gesagt, das passt mir auch nicht, dass mir das hier andauernd überall was rumwuselt. Da sind nochmal Ground Units. Ach so, ja, das war der eine große Angriff. Ja. Ich glaube, das war jetzt gar nicht mehr mit in der Aufnahme drauf. Das ist hier ein großer Angriff, den ich relativ gut in der Main Base mit den Wächtern abwehren konnte. So, Overlord zurückziehen. Dann neue Motalisken machen. Overlords dahin. Was kommt da an? Das sind 2 Medics, die da in meine Base rennen. Oder in meine ehemalige Base. Ne, die rennen dran vorbei. Was genau haben die vor? Man weiß es nicht. So, jetzt sind die ganz stolz drauf, dass sie einen Overlord gekillt haben. Oder noch nicht ganz. Jetzt bin ich auf die Windows-Taste gekommen. So, wo bin ich? Da bin ich. Was ist hier jetzt Sache? Der lebt noch, da muss da aber ein anderer gewesen sein, der kaputt ist. Keine Ahnung. So, hier jetzt Motalisken, da Motalisken, da kommen dann die dazu, oder, ja, das ist die Gruppe, das ist die, dann kommen die dazu und ist die neue. Gut, dann habe ich jetzt 2 Motalisken-Gruppen. Was ist hier? Ah, genau das sollten die Kolonien bewirken. Dann kann ich hier jetzt nochmal abspeichern. Unter Hope. Hope wie Hoffnung. Weil ich aus diesem Spielstand jetzt gleich einen Angriffsversuch auf die Protoss starten werde. Ja, hier kommt jetzt die Angriffswelle, von der ich eben erzählt hatte. Die dann auch endgültig meine Basis weghaut. So, dann mehr Overlords. Mehr Overlords. Das ist schon im Bau. So. Ja, die Kolonien halten jetzt noch ein bisschen was auf, aber nicht viel. Im Großen und Ganzen fällt die Basis dann gleich. So, mehr Overlords. Hier habe ich schon Overlords. Gut, dann kann ich hier weitermachen. Overlords. Dahin. Ah.
Ich befürchte auch schon fast, wenn die damit fertig sind, hier meine Mainbase kaputt zu machen. Ja. Kommen die hier hin und machen meine neue Base kaputt. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Scheiße. Aber das lasse ich mir nicht bieten. Dann ziehe ich mir lieber die Gruppe von Wächtern hier runter. Black Sheep Wall. Die Map aufdecken. So, den ausbauen. So, hier habe ich zwei komplette Gruppen. Dann Overlords bauen und Overlords bauen. Hier vielleicht als Detektor noch einen Overlord mit hin und noch einen zweiten, falls einer gekillt oder geklaut wird. Und dann sollte ich mich weniger auf die aufgegebene alte Mainbase konzentrieren, sondern mehr darauf, dass ich hier nicht angegriffen werde. Na gut. Overlords. Na, Overlord. So, die damit hin. Die damit hin. Ah, jetzt kommen die da schon. Schnell mal die Truppen langschicken und die verziehen sich schon. Das. Naja. Sieht auf jeden Fall besser aus als gerade eben. Ja. So schnell hat man so eine Angriffswelle abgewehrt. Was ist da jetzt noch? Naja, gut. Die werden dann hier auch noch mal ein bisschen dezimiert durch die Dingsbums da, durch die Kolonien. Gut, hier weitere Einheiten bauen. Der große Schößling ist fertig. Dann setze ich mir die einfach mal hier mit hin und mache die zu Wächtern. Zumindest einige von ihnen. So, ja gut, die sind da immer noch am Wüten, wie gesagt. Die hier machen dann vielleicht noch ein bisschen was und die, obwohl die können hier auch direkt zukommen. Na, gucken wir mal. Setze ich schon mal die Wächter weiter oben hin. Die sind fertig, das ist gut. Ach, war da noch was? So, hier dann auf jeden Fall mal die Gruppen vervollständigen. Dann kann Gruppe 2 und 3 auch mit darunter. Ah, gut, da ist nichts gestorben, da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Vielleicht mal unter Haupt 2 zwischenspeichern, bevor was falsch läuft. So, wie gesagt, die kriegen hier nochmal eins auf die Glocke. Aber ziemlich gut auf die Glocke. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, der schießt hier nochmal eine Yamato ab, was auch immer ihm das bringt. So, da. Dann nehme ich mir hier mal wieder. Oder nee, da sollte ich vielleicht vorher noch ein paar mehr Overlords machen. Damit ich, wenn die Overlords sterben, hinterher auch noch genug hab. So, hier ist dann noch eine kleine Reserve. Die kann dann. Wo kann die mal hin? Da. Was ist da jetzt? Ach, die belagern mit den paar Dingern das Ganze.
Und dann fällt mir gerade noch ein, sollte ich vielleicht oder kann ich vielleicht noch eine dritte Gruppe an Mutalisken machen? Dann habe ich drei Wächtergruppen und drei Mutalistengruppen und ich hoffe, dass ich dann damit auch ordentlich die Protoss fertig machen kann. Ich mache mal einen kleinen Schnitt und trinke was. Bis gleich. Und schon ist er wieder da. Dann kann ich hier noch mal ganz kurz Haupt 3 abspeichern. Alle paar Fortschritt-Schritte, um wirklich sicher zu gehen, dass ich da nicht irgendwie noch weggehauen werde. Ah, Feigling, warum lässt du dich nicht abknallen? Streitkräfte werden angegriffen. Da ist auch nichts. Also von meinen Streitkräften. Also jetzt machen die Air Units oder beziehungsweise die eine Air Unit, die zwei Air Units machen die Base platt. Dann, ich mag da jetzt ungern. Ich zieh mal die Unit zurück. Zieh die ein bisschen zurück. Und lass die anderen dann eventuell mal in die. Halt, bleib weg. Lass die Gegner dann mal in meine Kolonien reinfliegen. Ah, nein, das wollte ich nicht. Ich wollte da Kolonien bauen. Das heißt, ich wollte eigentlich Drohnen draus machen. Naja. Nehmen wir halt die Drohnen aus den Mineralien raus. Baue hier nochmal Kolonie, baue da Kolonie. Na, jetzt kommen die. Ach, scheiße, ich kann die Kolonien gar nicht ausbauen. Scheiß Dreck. Was fehlt mir denn dazu? Die Evolutionskammer? Ja. Dann hoffe ich mal, dass meine Mutalisken das hier, aber es sieht gut aus. Jawohl. Ein bisschen was habe ich verloren, aber nichts Gravierendes. So, ihr kommt dazu. Ihr kommt. Oder du kommst dazu. So, die Gruppen sind wieder voll. Ihr seid dann. Ihr kommt dahin, ihr seid dann vielleicht die nächste Gruppe. So. Ah, Scheiße. Nochmal einen verloren. Du machst mir dann eine Evolutionskammer. Da hinten in die Ecke, wo sie nicht stört. Damit ich auch so ein paar Kolonien hier nochmal bauen kann. So, wo ist. Da ist die. Die kommen weg. Die gehen damit hoch. Sammelpunkt dann. Nachdem die fertig ist, da oben hin. Werd fertig, werd fertig, werd fertig. Da oben. Hier nochmal ein paar Mutalisken. Warum habe ich mir jetzt eigentlich die Drohne geholt? Was genau wollte ich? Wollte ich hier unten was? Ach ne, ich wollte einen Brutschleimpool machen. Damit ich auch Tiefenkolonien bauen kann. So, hier ist erstmal Sporenkolonien. So, das und das ist dann schon die Gruppe. Ah, fuck, was wird hier angegriffen? Ach so. Na, helft da mal. Ja, und die Gruppe ist jetzt auch fast tot. Genau das ist wieder das mit diesen Mega-Angriffen. Kommt ihr mal wieder zurück, das bringt nichts.
So, die sind noch intakt, die beiden Gruppen. Die hier ist stark dezimiert worden. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ist das die Gruppe 7? Ja. Ah, war das jetzt ein Forschungsschiff? So, dann muss ich mal gucken. Auf den Hotkey kommt dann 8. Und das sind dann Overlords, die 8. Gruppe. So, 7 plus die beiden ist neue Gruppe 7. Ah, Gott, ja, noch ein paar vielleicht. Ja, klar. Das wird nicht gerade toll. Vor allem, jetzt habe ich da schon einiges an... Ich ziehe hier jetzt einfach noch mal was raus. Jetzt habe ich da schon einiges an Kolonien. Nein. Jetzt ziehen die hier dieselbe Scheiße durch mit den Yamato-Kanonen. Was wollte ich gerade sagen? Ich habe hier einiges an Kolonien und trotzdem hauen sie mir die ganzen Viecher weg. So, die Gruppe ist nochmal neu besetzen. Wisst ihr was? Ich batte jetzt einfach mal unter Protoss-Angriff. Pro und nicht Proi. So, speichern. Mach mir dann hier eine ganze Gruppe Overlords. Zieh dann alle meine Gruppen hier zusammen.